Willkommen am Nürburgring. Wir sind hier im BMW-Testgelände. Mein Name ist Christian Klesser. Ich habe das große Glück. Ich darf die Fahrdynamikentwicklung bei BMW M leiten. Und ich möchte euch mal einen kleinen Einblick geben in die Geheimnisse der Fahrdynamikentwicklung von BMW M. Wir stehen hier vor dem neuen M3. Das ist ein Vorserienfahrzeug. Vorserie bedeutet, dass wir innerhalb der verschiedenen Fahrzeugentwicklungsphasen jetzt relativ nah an der Serie sind und wir hier jetzt im Nürburgring die Feinapplikation der Fahrdynamikregelsysteme hier oben machen. Wir bieten den neuen M3 jetzt auch in zwei Antriebsvarianten an. Einmal klassisch Standardantrieb, heckangetriebene Räder, aber auch natürlich jetzt unser neuer MX3 wird beim M3 in Serie kommen. Hier am Nürburgring fahren wir natürlich sehr, sehr häufig auf der Nordschleife, aber auch fahren wir relativ häufig auf Überlandstrecken. Wir fahren Landstraßenanteile, Schlechtweganteile, wir fahren auf der Autobahn. Wir wollen das Bestmögliche darstellen zwischen Rennstreckenperformance, aber auch natürlich Kundentauglichkeit, Kundennutzen, Kundenperformance. Ich würde euch gerne den Peter vorstellen. Der Peter ist verantwortlich für die Fahrdynamikentwicklung von M3 und M4 und der wird euch jetzt mal auf eine Überlandfahrt mit dem neuen M3 mitnehmen. Auf geht's! Wir sind jetzt hier auf der Dämpferabstimmrunde. Wir fahren hier pro Tag circa 7-mal diese Strecke und fahren dann immer wieder zurück in die Werkstatt. Dann wird der Stoßdämpfer hier ausgebaut. Es kommt ein neuer Stoßdämpfer rein, der mit unterschiedlichen Bauteilen bestückt ist, mit denen wir eben ganz gezielt versuchen, die Wirkung zu erzeugen, die wir haben wollen. Besonders viel Aufwand investieren wir, um alle Störgrößen aus der Lenkung zu eliminieren. Reibungskräfte, die da nicht hingehören. Das ist ein großer Aufwand, aber das Ergebnis ist, dass es für den Fahrer sehr einfach ist, mit dem Fahrzeug zu arbeiten. Natürlich ist es am besten, auf einer möglichst schlechten Strecke abzustimmen, weil wir dort die größte Herausforderung finden und die meiste Rückmeldung für unsere Arbeit bekommen. Bei den Schlupfregelsystemen versuchen wir, den Fahrer langsam an den Grenzbereich heranzuführen und ihm dort die Möglichkeit zu geben, das Fahrzeug bewusst zu positionieren. Wir haben jetzt im M3 auch zum ersten Mal den MX-Drive. Der unterstützt uns halt speziell auf niedrigen Reibwerten wie Schnee und Eis. Und dort dann besonders bei dynamischer Kurvenfahrt. Wir haben natürlich auch einen Reibwertschätzer an Bord. Man kann sagen, das Fahrzeug spürt den Reibwert zwischen Fahrbahn und Reifen. Jetzt geht's los. Eine Runde um die Nordschleife. Das Schlechte von der Runde ist natürlich, dass ich nur Beifahrer bin. Aber der Peter macht es schon. So, jetzt geht's schon zur ersten spannenden Stelle. Das ist Anbremsen Hatzenbach. Das ist immer sehr spannend für das ABS. Hier schauen wir, dass wir auch wirklich Räder haben, die am Schlupf verzögern, nicht stehen bleiben oder gar das Auto nicht vernünftig bremsen können. Jetzt geht es auf einen der schnellsten Streckenabschnitte. Wir fahren gleich über die Kuppe vom Schwedenkreuz. Hier ist wichtig, eine aerodynamische Balance vom Auto zu haben. Wenn man hier drüber fährt, so wie jetzt, dass das Heck einfach stabil bleibt und auf dem Boden bleibt und wir dort keinen Radlast verlieren. Biegen wir schon ein in die Fuchsröhre. Fuchsröhre ist eine sehr enge Gasse da rund, wenn man die Ideallinie fährt. Hier brauchen wir einen ganz kontrollierten Aufbau. Da könnten wir hier noch ein bisschen Potenzial vertragen. Hier ist es sehr drucklastig, das Fahrzeug. So, mit leichten Übersteuern hier raus. Hier gibt es eine Baustelle. Komplett im Limit. So, Baustelle ist aus und weiter geht's. So, jetzt fahren wir Richtung Kallenhardt. Hier braucht man einen Grip auf der Vorderachse, hier beim Einlenken. Die Kurve zieht sehr zu. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig. Das Einlenken ist wirklich eine wahre Freude. Jetzt kommen wir zu zwei signifikanten Stellen. Anbremsen, Dreischaltbrücke. Hier ist auch wieder ganz, ganz wichtig ABS. Hüllspur. Das ist eine Hüllspur, das gibt einem als Beifahrer wenig Vertrauen. Aber Peter macht es schon. Hier Exmühle, ganz wichtig für unser M-Differential. Hier braucht man einen Grip, die Kurve fällt nach außen. Und da müssen wir schauen, dass man wirklich auch Traktion nach vorne hat, dass man den Speed auch mitnimmt hier Richtung Lauda-Kurve hier. Ja, Vogel.
Also mich fasziniert die Körbeüberfahrt. Das Auto geht so ruhig über den Körbs. So, und jetzt schalten wir noch das DSC ein. Da haben wir nämlich eine sehr schöne Philosophie bei dem Fahrzeug, das uns sehr weich in den Grenzbereich führt. Wir sind jetzt im DSC-Vollsystem und wir haben hier absolut keine Probleme im Rennstreckenbetrieb mit dem Fahrzeug zu fahren. Es ist wie in Mamas Schoß hier. Man fühlt sich überhaupt gar nicht reglementiert. Der Fahrzeug gibt Moment frei, hilft einem aber doch, wenn man doch mal ein bisschen zu viel macht. Ja. So, und das war's schon. Ja. So schnell geht eine Runde auf der Nürburgring-Nordschleife mit dem neuen M3. Es ist ein cooles Auto, ja, ja. Wahnsinn. Für mich ist der M3 Souveränität in jeder Lebenslage. Es ist ja tatsächlich so, wir haben ja immer Best-in-Segment-Ziele und der M3, der meistert und macht es einfach souverän. Das ist Best-in-Class.